Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Der Steam-Version. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das jedes Mal erwähne, dass es die Steam-Version ist. Naja, gut. Ja, wir sind immer noch in unserem ersten Fort. Mal sehen, wie lange. Weil, ja, wir haben halt so das Problem, dass wir ein bisschen stagnieren. Also allein schon deswegen, weil einfach keine Zwergenkarawanen mehr ankommen bei uns und wir deswegen keine Amboss und so kaufen können. Wir kriegen zwar Menschenkarawanen und können die um Ambosse bitten. Das habe ich jetzt auch schon zum zweiten oder so getan. Aber bis jetzt sind keine Ambosse jemals dabei gewesen. Ja, gut. Wir machen aber weiter, bauen, planen, verbessern und so weiter. So gut wir eben können. Da jagt einer einen Jack. Kann er ruhig machen. Quartzdwarf have gone berserk. Und wurde niedergemacht von Hunden und allen möglichen. Das wird wahrscheinlich der sein, der von der Strange Mood gefesselt war. Na, dann reclaimt mal sein Zeug, was da rumliegt. Das nagt dann natürlich jetzt auch wieder an der Zufriedenheit der Population. Hey, da ist einer attached zu seinem Twinning Spear. Und ja, wir haben so das Problem halt, dass wir halt wirklich. Also für den Metalsmith bräuchten wir. Ein Amboss. Ja, Fire Safe Anvil. Den können wir nicht machen. Also wir haben einen Wood Furnace hier. Wir könnten jetzt einen Smelter errichten. Ja, Clay könnten wir hier sammeln. Glasfurnace. Also wir haben die ganzen Furnaces und jetzt die Smelter hier. Also ja, ein Smelter könnten wir bauen. Chunkblocks haben wir nicht viele. Müssen wir mal wieder welche herstellen. Aber ist auch schon in Auftrag, Blocks zu machen. Und ja, Charcoal stellen wir ja auch her. Die müsste hier dann gelagert, hier oder hier gelagert werden. Gucken wir mal kurz. Charcoal. Ja, hier drüben. Okay. Wetter ist aufgeklärt. Alles ist ruhig mittlerweile. Unsere erste Charcoal ist komplett.
Metal Object, ja, da müsste ich aber erstmal Metallobjekte haben, die ich auch einschmelzen könnte. Gucken wir mal, was hätten wir denn so? Also wir hätten hier Iron Arrows rumliegen. Was könnten wir alles einschmelzen hier erstmal? Das müsste das auch automatisch. Okay, scheint nicht automatisch anzuspringen. Das können wir, glaube ich, hier. Weave all thread, clean fish, slaughter marked animals. Automate Kitchen, Automate Tannery, Automate Clean Fish. Other wird es nicht sein, Chores auch nicht. Sie holt jetzt einen einzelnen Iron Arrow und schmelzt den ein. Zu was bitte? Schauen wir da einfach mal zu. Zu nichts. Zwanzig Iron Arrows. Ja, Petition neue. Oh, ein Tempel und Priester. Ja, einen Tempel bauen. Das könnten wir auch mal angehen. Ist nur die Frage, wo wir den hinsetzen wollen. Was machen unsere Blocks? Die werden langsam, aber wir geben nochmal 20 in Auftrag. Weil wir brauchen einfach viele Rockblocks gerade. Haben meine Soldiers noch irgendeine Special Order? Nein. Was ist denn mit dir? Seriously injured. Oh. Ja, wenn wir was jetzt dringend bräuchten. Dann ist es eine Krankenstation.
Okay, die sind alle wieder beim Drillen, aber du liegst halt immer noch bewusstlos da rum. Wo bauen wir die Krankenstation am besten hin? Das ist die gute Frage. Hier unten macht's keinen Sinn. Wir könnten hier auf der anderen Seite eine Krankenstation. Ja, ich glaube, das macht am meisten Sinn hier. Drüben eine hinzubauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja. Vier, acht, elf. So, Krankenstation. Tun wir aber auch wieder mit Dings abriegeln. Sollten wir aber dann eins verschieben. So, also mit Türen. Dann haben wir erstmal die Krankenstation, das ist schon mal wichtig. Die zu haben. Gibt es irgendwelche extra Workshops dafür? Carpenter, Craft, Soapmaker. Nee. Aber ich glaube im Cloth-Workshop. Wobei es wird ja Cloth, glaube ich, direkt selber als Bandage verwendet. Ja, die sind beim Spa und das ist okay. Dress, Loincloth, Mitten. Ja, ich sehe keine Bandagen. Okay. Gut. Gebe ich mal noch Doktor. Vier Stück. In Auftrag. Und Betten brauchen wir auch. Ja, 10 Stück. So, dann da mal hier die Steine bitte. Thank you.
Ja, mal gucken. Ah, eine Meeting Area müsste ich draus machen dann. Okay. So, gucken wir währenddessen mal, wie das mit unseren Floors aussieht. Ja, Chalkblocks hätten wir genug. Aber bevor wir das dann so machen, ziehen wir auch gleich Wände ein. Ja, ich sollte Keep Building mal wieder anmachen. So. Und so. Ja, da werden schon mal die Zimmer auf der Seite errichtet. Also ja, das ist etwas, was ich gut finde im Gegensatz zur alten Version. Dass halt hier alles wieder schwarz wird, also einheitlich. Und man nicht die Wände dahinter mehr sieht. Das sah immer im Original ein bisschen komisch aus. Dann vor allem mit einer, mit so dem Grafikteil-Set, dass es nicht nur ASCII-Code war. Oh, wir haben einen Iron Bar und drei Copper Bars. Und ein Platin Bar. Hier liegen Silver Arrows im Murky Pond rum. Die Copper Bolter könnten wir mal claimen und das da unten auch mal. Sollte schon das richtige Werkzeug dafür nehmen. So, Türen wurden fertiggestellt.